Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan holt im Gaza-Krieg immer wieder gegen Israel und den Westen aus. Nun kommt er nach Deutschland. Bei einem Kurzbesuch am 17. November ist ein gemeinsames Abendessen mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundeskanzleramt geplant. Bei dem Gespräch soll es laut einer Regierungssprecherin um die gesamte Bandbreite politischer Themen gehen. Vor dem Treffen mit Scholz wird Erdogan von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Es ist der erste Besuch des Präsidenten in Deutschland seit 2020, als er an der Libyen-Konferenz der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnahm. Scholz hatte den türkischen Staatschef nach dessen Wiederwahl zum Präsidenten im Mai dieses Jahres nach Deutschland eingeladen. Der Bundeskanzler war im März 2020 zu einem Antrittsbesuch in die Türkei gereist. Der Besuch gilt vor allem wegen Erdogans Haltung zum Gaza-Krieg als heikel. Nach der Terrorattacke auf Israel mit mehr als 1.400 Toten hatte Erdogan die islamistische Hamas als Befreiungsorganisation bezeichnet. Die mit der Türkei in der NATO verbündeten USA und die EU stufen sie dagegen als Terrororganisation ein.